Hey Leute und willkommen zu einem neuen Harry Potter Video, nachdem es längere Zeit keine gab. In diesem Video erzähle ich euch einiges über die beliebteste Sportart der Zaubererwelt, Quidditch. Die meisten von euch kennen sicher die Bälle, die benutzt werden, sowie die Positionen, auf denen sich die 7 Spieler befinden. Doch darüber möchte ich euch nichts erzählen. Ein paar Fun Facts zum Start. Wusstet ihr, dass alle Besen mit unsichtbaren Kissen ausgestattet sind? Oder dass der Schnatz anfangs ein echter Vogel war? Wenn ja, dann seid ihr krasse Harry Potter Fans. Wenn nicht, ist es nicht schlimm, denn ich werde euch jetzt weitere Facts zu Quidditch erzählen. Also bleibt dran. Beginnen wir mit etwas, was sich zunächst langweilig anhört, aber interessant und lustig ist. Nämlich der Geschichte von Quidditch. Alles begann quasi mit der Erfindung der fliegenden Besen. Damals war es jedoch sehr unbequem, auf dem Besen zu sitzen. Ich meine ja nur, du sitzt auf einem harten Stock. Wer würde sich da nach einem langen Flug nicht beklagen? Und so stellt sich die Frage, wie es die Quidditch-Spieler nun so lange aushalten konnten. Die Antwort wisst ihr aber schon, nämlich unsichtbare Kissen. Also, dann hätte ich auch gern so einen Besen. Die Bälle waren damals auch anders. So hat man damals Steine verzaubert und sie als Klatscher benutzt. Natürlich haben sich dann einige beklagt und so wurden die Klatscher-Kieselsteine abgeschafft. Wie die Klatschersteine wurde auch der Quaffel verzaubert, damit man ihn nicht immer vom Boden aufheben musste. So wird der Quaffel langsamer, wenn er zu Boden fällt. Für den Schnatz verwendet man früher einfach einen lebendigen Vogel, den Schnatzer. Es war jedoch nicht das Ziel, ihn zu fangen, sondern ihn zu töten. So dürfte es keinen wundern, dass der Schnatzer nach kurzer Zeit vom Aussterben bedroht war. So wurde der Schnatz geschaffen, der den Namen vom Vogel annahm. Es wurden auch schon sehr früh Quidditch-Weltmeisterschaften gehalten, die erste davon im Jahr 1473 und die erste europäische im 16. oder 17. Jahrhundert. Quidditch war unter den Zauberern sehr beliebt. Und damit die Muggel nicht Wind von der tollen Sportart bekamen, beschloss das Zaubereiministerium, nur noch wenige Teams zuzulassen. So gab es später nur noch 13 Teams. Jetzt kommen wir aber zum Spielfeld. Es ist am Rand mit Linien markiert, die man nicht überschreiten darf bzw. überfliegen. Man darf jedoch beliebig hochfliegen. Es gibt 8 Regeln in Quidditch. Und 3 davon wurden in den Harry Potter Büchern gebrochen. Eine davon sogar von Harry Potter selbst. So ist es zum Beispiel verboten, über die Spielfeldgrenze zu fliegen. Da fällt mir doch glatt diese Szene ein. Es ist erlaubt, den Quaffel seinem Gegner zu entwinden. Doch man darf ihn dabei nicht festhalten. Diese Regel wurde von Slytherin wahrscheinlich in jedem Match gebrochen. Außerdem dürfen nur Treiber den Schläger benutzen. Und diese Regel wurde wieder von Slytherin gebrochen. Wie in jeder anderen Sportart gibt es auch in Quidditch Fouls. Insgesamt sind es 700 verschiedene und alle sind davon im Jahr 1473 vorgekommen. Also beginnen wir mit dem ersten Foul. Nein, ich werde euch jetzt keine Fouls erklären und sicher auch keine 700. Also nun weiter zu den Taktiken. Es gibt viele verschiedene, die meisten sind nach ihrem Erfinder benannt. Ich werde euch aber keine aufzählen. Das würde wie die Fouls zu lange dauern und wahrscheinlich auch keinen interessieren. Zum Abschluss 2 Spieler, die ihr sicher aus Harry Potter kennt. Harry Potter selbst. Ja, logisch, ich weiß, er war der jüngste Spieler seit einem Jahrhundert, was in den Filmen auch erwähnt wird. Normalerweise spielen Erstklässler nicht in der Hausmannschaft, doch für ihn wurde halt eine Ausnahme gemacht. Ja, wie oft. Viktor Krumm spielt auch Quidditch. Er war kurze Zeit bei den Kreuzes Goblins, wechselte dann jedoch zu den Montrose Magpies. So, jetzt habe ich euch einige Quidditch-Fakten erzählt, die nur echte Harry Potter-Fans kennen. Was wusstet ihr davon schon?
Und würdet ihr gerne Quidditch spielen? Schreibt es mal unten in die Kommentare und bis zum nächsten Video.